So, jetzt bitte ich euch um absolute Konzentration. Und deswegen habe ich mir auch überlegt, ich mache das Video ohne Tiere. Das heißt, es geht um das Thema Erstversorgung von Wildtierfindlingen. Leute, es sterben fast mehr Tiere an der Erstversorgung als an allem anderen. Also, wir erleben hier Sachen, wo ich jedes Jahr denke, okay, es gibt keine Steigerung mehr für solche Aktionen, aber doch, es gibt sie immer wieder. Wenn zum Beispiel Krähen mit Milch gefüttert werden, weil da so viel Kalzium drin ist, oder die kleine Meise erstmal einen Regenwurm reingezwergelt kriegt, die sterben. Die haben keine Chance mehr. Weil der erste Gedanke von den Leuten ist immer, ich schiebe dem Tier Wasser und einen Regenwurm. Ist ja ein Vogel. Ja, so ein Schwachsinn. Selbst Amseln, die in der Natur fast ausschließlich mit Regenwürmern gefüttert werden, können die in der Handaufzucht nicht verdauen, weil die Amselmutter schleimt den Wurm erstmal ab. Dann ist schon mal der giftige Schleim runter. Und dann drückt sie den Darminhalt raus, der beim Regenwurm zu 95% aus Erde besteht. Lieschen Müller läuft aber mit der Schippe in den Garten, gräbt einen Regenwurm aus und steckt der Amsel in den Hals. Die kriegt sofort Durchfall, weil sie die Erde gar nicht verdauen kann. Ja, es ist jämmerlich, dann solche Tiere kommen dann hier hin, sind total verklebt und die sterben. Also es ist ganz, ganz wichtig, wenn man Tiere findet, nichts geben ist besser als was Falsches. Also nicht, oh, ein Rehkitz, wie süß, das kriegt jetzt erstmal Schlagsahne, ja, oder Kondensmilch. Nein, die kriegen Darmvorfall davon, Durchfälle vom Feinsten. Also das geht immer nach hinten los. Also, ihr findet was und ihr gebt dem erstmal nichts und telefoniert. Das ist der richtige Weg. So, dann das nächste Thema ist, ich habe Raben gefunden, den will ich selbst großziehen. Leute, das geht auch immer nach hinten los, weil entweder der Vogel totale Mangelerscheinungen kriegt, weil ihr Dosenfutter für Hunde verfüttert, weil das ja einfacher ist. Die Dose, die stinkt nicht, die ist nicht eklig, die wird aufgemacht. Ich kann den Vogel damit füttern, der frisst das auch, der kriegt Mangelerscheinungen. Der ist nie wieder auswilderungsbar. Als zweites, selbst wenn ihr es richtig macht, der Vogel wird zu zahm. Das heißt, bitte gebt solche Tiere in Auffangstationen, damit sie unter Artgenossen groß werden und wieder ausgewildert werden können. Ich kann das alles ein Stück weit nachvollziehen, ist ja auch schön, so ein zahmer Rabenvogel, aber fürs Tier der Gau. So. Jungvögel, ach, der Weg ist mir zu weit, den zu bringen, ich ziehe den selber groß. Mehlwürmer. Nur Mehlwürmer geht nicht. Auch wenn man in ein Zoofachgeschäft geht, wird einem gerne Fertigfutter für Jungvogelaufzucht verkauft. Wegwerfen. Der Einzige, der sich daran erfreut, ist die schwarze Tonne. Weil da wird Kuchen reingemischt und so weiter und so weiter. Da muss man sich mal die Zusammensetzung angucken und dann will man da einen Insektenfresser mit großziehen. Funktioniert nicht. Dieses Fertigfutter ist vielleicht was für feinschnäbelige Weichfresser, die man wie China-Nachtigallen und so, die können sowas schon mal mit unters Futter gemischt kriegen. Aber für eine Handaufzucht, nein. Reine Insekten verfüttern. Da kommt es dann auch wieder auf die Art an. Die meisten Leute rufen die an, ja, ich mache das selber. Was ist denn für ein Vogel? Weiß ich nicht. Ja, was will ich dem denn dann füttern? Ja, weiß ich nicht. Das können sie mir ja sagen. Ja, ich sage, ich weiß ja auch durchs Telefon nicht, was für ein Vogel das ist. Da fängt es schon mit an. Gruselig. Und wenn das einmal im Monat passieren würde, würde ich ja noch vielleicht drüber lachen. Aber das passiert 6-7 Mal am Tag, dass ich solche Anrufe kriege. Und ich bin es eigentlich fast leid. Mir steht es Oberkante Unterlippe, weil die Tiere daran leiden. Also die sterben daran. An der Dummheit der Menschen sterben ja die Menschen nicht. Da sterben nur die Tiere von. Aber gut. Ich zeige euch jetzt mal, wenn man einen Jungvogel, wie jetzt zum Beispiel eine Meise, ordentlich groß sieht. Da reicht nämlich nicht nur ein Futtertier, sondern man muss wirklich aus dem Vollen schöpfen. Alles, was es gefroren zum Beispiel in Zoofachhandlungen gibt, kann man nehmen. Lebende Insekten kann man kaufen. Und ich zeige euch jetzt mal eine Auswahl. So, als allererstes zeige ich euch jetzt mal, welche Vielfalt an Futtertieren im Handel erhältlich ist, auf die man auch zurückgreifen sollte. Wir fangen an. Pinkies, Fliegenmaden, gefroren. Buffalo-Würmer, die kleine Variante vom Mehlwurm, gefroren. Soldatenfliegenlarven, sehr gutes, proteinreiches Futter. Seidenraupen, auch sehr gutes Futter. Mittlere Heimchen, große Heimchen,
Dann haben wir hier die Wachsmottenlarve, eins der besten Futtermittel, finde ich, überhaupt. Dann haben wir hier Stinte, wir haben Springermäuse, wir haben Babymäuse, wir haben Eintagsküken. Und dann haben wir die lebende Fraktion, da kann man hier zum Beispiel Zophobas nehmen. Und hier ist ganz schön zu sehen, hier sind immer frisch gehäutete Tiere bei. Das ist super Futter, weil der Chitinpanzer noch nicht ausgehärtet ist. Buffalo-Würmer in lebendig, super Futter für Rebhühner, Wachteln, Fasanenküken. Und der gute alte Mehlwurm, den man eben nicht in Massen verfüttern sollte, sondern immer nur mal nebenbei. Sehr viel Protein, sehr viel Fett, aber auch viel Chitin. Gut, wenn man jetzt zum Beispiel, sag ich mal, kleine Vögel wie Meisen, Zaunkönige und so weiter hat, dann variiert man mit Madenlarven, also Fliegenlarven, Buffalo-Würmer, die Soldatenfliege ist dafür gut, ab und zu mal ein paar Wachsmottenlarven dazwischen. Und dann Heimchen gibt es auch noch in einer Nummer kleiner. Die kleinen Heimchen sind super für alle feinschnäbeligen Insektenfresser. So, wenn man dann was Größeres hat, wie zum Beispiel ein Eichelhäher, dann kann man auch dieses Futter alles ineinander und dann zermatschen und als Brocken dem Vogel füttern. Zusätzlich kriegt er aber Babymäuse, weil die wirklich, wirklich gut sind für alle Rabenvögel. Man kann auch Eintagsküken nehmen, die klein schneiden und auch verfüttern. Da sollte dann auch, dass die Dunen und so, das können alles dabei bleiben, weil die auch Gewölle bilden. Also auch wichtig, dass die Knochen, Knorpel und sowas alles bekommen. Die eignen sich auch sehr gut. Die Springermäuse, die kann man je nach Größe des Vogels dann auch zerteilen oder nachher bei Rabenkrähen ganz füttern. Auch sehr gutes Vogelfutter. Zophobas auch perfekt für alle größeren Rabenvögel. Wenn man dann zum Beispiel sagt, okay, ich habe jetzt einen kleinen Turmfalken oder einen kleinen Waldkauz. Mäuse, Küken, Babymäuse, perfekt. Zum Beispiel die ganzen Taucher, also Haubentaucher, Zwergtaucher. Dafür sind dann die Stinte sehr gut. Auch der Größe des Vogels natürlich angepasst, gibt verschiedene Größen. Man kann Stinte auch den Rabenvögeln zwischendurch mal geben. Je ausgewogener so ein Vogel ernährt wird, umso besser sieht er aus. Das Gefieder ist nachher perfekt. Wenn ich hier einen Vogel großziehe, der sieht aus, als wenn die Mutter den großgezogen hat. Ohne, dass ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen will. Doch will ich. Damit will ich aber eigentlich nur sagen, wichtig ist, sagt nicht, oh, Mehlwürmer ist einfach, ich nehme nur Mehlwürmer, geht ja, geht eben nur eine Dauer, also eine kurze Zeit. Danach kriegt der Vogel Mangelerscheinungen. Und dann kann man natürlich sagen, ich habe den großgezogen und freigelassen, aber dass der dann 4 Kilometer weiter wieder runter geht und da elendig verhungert, das sehen die Leute nicht, die denken, sie haben es optimal gemacht, aber es ist eben nicht optimal. Bitte abwechslungsreich füttern. Ganz, ganz wichtig.